Good morning und welcome zu einem neuen Vlog. Dali und ich sind heute absichtlich oder unabsichtlich im Partnerlook? Absichtlich. Absichtlich? Wir haben heute einen super aufregenden Tag, Leute, vor uns. Ich hoffe, der Aufzug geht nicht so. Heute ist quasi in unserem Business so 1. Januar mäßig und heute steht unser großes Team-Meeting an, unser großes Annual-Meeting fürs Business und damit setzen wir quasi, ja, wie so ein Kick-Off. Ich brauche jetzt 3 Anläufe, um diesen Satz zu beenden, weil die Frau ist jetzt in den Aufzug reingekommen, da konnte ich nicht mehr weiter filmen, dann war es draußen zu windig und jetzt bin ich hier. Was ich sagen wollte ist, wir werden heute besprechen, was wir so im Business das ganze Jahr vorhaben, richtig? Was wir erreichen wollen, wie wir das erreichen. Dann brechen wir alles runter auf Quartalsziele da gibt es einen ganz eigenen Prozess, so was kann schief gehen, wie können wir das verhindern, etc. Bbb. Auf jeden Fall ist es ein super wichtiger Prozess fürs Business, weil das für extrem viel Erfolg sorgen kann und für ganz viel Geschwindigkeit im Business, um super schnell an deine Ziele zu kommen. Und genau, das machen wir jetzt. Warum? Doch, bevor wir das machen? Ja. Essen wir jetzt. Oh ja, stimmt. Wir gehen Energie sammeln? Stimmt. Guck mal, ich habe hier so ein kleines Härchen, das steht ja die ganze Zeit ab. Hast du das gesehen? Das hier. Soll ich das wegschneiden? Nein, das kommt davon, weil du da mich immer kratzt mit deinem Finger an der Stelle. Fällt dir doch. Aber ich glaube, damit tust du meine Haare abbrechen. Echt jetzt? Ja. Auch. Aber ich glaube nicht, das stimmt nicht. Das ist, glaube ich, so Babyhaar von meinem Rizinus, von meinem Rosmarinöl. Jedenfalls wollte ich euch noch ganz schnell mein Outfit zeigen. That's it. Hose ist von Caro Kauer Label, Jacke Hermes, Schuhe Hermes, Cardigan von Massimo Dutti, das Oberteil drunter ist von Sandro, Handtasche ist von Hermes und schaut mal, habe ich euch das eigentlich überhaupt mal gezeigt? Diese wunderschöne, süße Handykette. Oh mein Gott, das sind so Perlen. I love her und Schmetterlinge. Wow. Das riecht sensationell. Das sieht auch sensationell aus. Und da spricht sogar meine Stimme. Und ich habe eine Suppe. Eine Erbsen-Minzensuppe. Erbsen-Minzensuppe? Ja. Mit ein bisschen Focaccia oder ist es normales Brot? Ich glaube, normales Brot. Normales Brot, ein Tee und ich habe den Fisch dazu bestellt. Den, ich weiß gar nicht mal, was Cod auf Englisch ist, auf Deutsch ist. Cod? Barsch? Wolfsbarsch? Ja, das kann. Nee. Brady? Nee. That's Cody? Cody. Ja, jetzt warten wir noch auf unsere... Das kommt schon. Das kommt schon. I've got the broccoli and rice. Yes, funny. Then I've got the fritters with the mashed rice and cabbage. Yes, thank you very much. Thank you. Very welcome. So, jetzt nochmal. Jetzt kommen die restlichen Sachen. Brokkoli und Reis. Und du hattest auch Brokkoli, Reis, Fritter und Cabbage. Und was ist das hier? Das sind so Bohnen, wie so ein Püree. Ah, wie so ein Mesh-Püree. Es ist ein anderer Tag, nämlich der Tag danach. Heute ist der... Das ist der Freitag. Freitag der? Der 12. 12. Januar. Großartig. Denn gestern hatten wir unser großes Team-Meeting begonnen und haben dann super viel Zeit damit verbracht, erstmal alle Bewerbungen mit unserer HR-Abteilung abzustimmen, Feedback zu geben, uns noch ein paar Dinge anzugucken und das hat super viel Zeit in Anspruch genommen und dann waren wir im Kitsune und der einzige Platz, der frei war, war an der Tür und diese Tür ist ständig auf und zu gegangen. Da sind ständig Leute reingekommen und es war, ich glaube, 0 Grad draußen oder so und ich habe gesagt, okay, ich kann unter den Bedingungen auf gar keinen Fall irgendwie, ja, arbeiten, weil ich hatte meine Jacke an, meine Kapuze oben, das war so richtig ungemütlich. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen es dann am nächsten Tag, also heute und jetzt sind wir hier bei uns, ja, zu Hause, wo wir leben und da gibt es so eine Ebene oben mit... Das ist ein deutsches Wort. Was ist ein deutsches Wort? Ebene. Okay, es war jetzt echt. Stimmt. Da gibt es so eine Ebene. Okay, hier gibt es einen Bereich, so eine Lounge-Area und da können wir ganz in Ruhe arbeiten. Es ist gemütlich. Wir haben sogar ein... Also es ist so ein Private Members Club, nur für diejenigen, die hier leben und da gibt es ein Restaurant und du wirst bedient und kannst dir trinken und Essen bestellen und ja, wir werden jetzt nichts essen, weil wir gerade gegessen haben, aber ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das jemals gezeigt habe. Wir haben auch einen Skypool, also so einen riesengroßen Pool. Das ist auch auf der Welt der einzige Pool, der in dieser Art
gebaut wurde. Ich will jetzt natürlich nicht so viele Leute hier stören. Wir leben hier seit über 3 Jahren und wir werden aber bald wegziehen. Ja, aber schön war es hier. Aber unsere Wohnung ist uns tatsächlich zu klein. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir eine neue Wohnung brauchen. Ich brauche eine neue Umgebung, ich brauche eine neue Wohnung, ich brauche einen neuen Vibe. Es muss größer sein, es darf größer sein. Irgendwie, kennt ihr das, wenn man, ne, man kommt ja auch oft so im Leben an einen Punkt, wo man einfach aus Dingen herausgewachsen ist. Man wächst aus Beziehungen heraus, man wächst aus seiner Umgebung heraus, man wächst aus seinem Gehalt raus, man wächst aus seinen Erwartungen heraus. Vielleicht wächst man auch irgendwie aus den eigenen Bedürfnissen raus oder Werten. Und da ist es halt immer wichtig, dass man ready ist, sich anzupassen und ja auch da so mal in sich hineinzuhören und zu sagen, okay, das darf ich oder das ist okay, dass ich da rausgewachsen bin. Weil oft haben wir auch dieses Mindset, oh nee, sei doch da, wo du bist und da ist es doch, ne, sei nicht undankbar und das, was du hast, ist ja schon gut genug. Ja, das ist gut genug, aber du kannst ja trotzdem eine bessere Version von dir werden. Okay, das hier ist auf jeden Fall, ja, so die Begrüßungsarea. Hier gibt es die Handtücher. Im Sommer kann man dann da draußen, man kann auch jetzt da chillen tatsächlich. Der Pool ist nämlich beheizt und ja, hier geht es dann in die Area, wo wir gerade drin sitzen. Da ist schon Dali. Und das hier ist die Restaurant-Area und da draußen ist der Pool. Klar, da ist jetzt natürlich nichts, weil einfach Winter ist, aber man kann, wie gesagt, draußen schwimmen. Der ist komplett beheizt. Und hier gibt es dann auch einen Spa-Bereich mit Wellness und Massagen, Sauna und Dampfbad und so weiter. Und ja, das hier ist so die, da hinten ist die Bar. Und hier kann man richtig cool chillen und sich was zum Essen und Trinken bestellen. Let's see. Es gibt irgendein Winter Special und zwar einen Wintertee mit Pumpkin Spice Latte, Gingerbread Latte, Bischof Latte. Richtig cool. Guck mal, darf ich euch mal eins zeigen? Der Unterschied zwischen Dali und mir ist Die zwei Sachen. Und zwar bin ich so richtig, ja, oldschool mit Papier und meinen ganzen Journal und hier. So, that's me in a nutshell. Und Dali ist komplett das Gegenteil. Dali hat einfach ein Remarkable und ein iPad. Ja, das reicht mir. Und da steht alles drin. Ja. Alles drin. Das ist auf jeden Fall der Unterschied zwischen uns beiden. Wir legen jetzt los. Und ja, fangen an, das Jahr zu planen, die Quartale zu planen. Produkte zu planen, die wir launchen möchten. Die Produkte, die wir bereits haben, wenn wir die nochmal rausbringen. High Vibe Club, Magic Life Academy. Dann kleine Masterclasses, die wir auch schon haben. Neue Masterclasses, neue Guides und neue physische Produkte, Leute. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin so, so aufgeregt, positiv aufgeregt, dass wir diese neuen Produkte auf den Markt bringen. Eines davon ist natürlich das Manifestationsjournal. Da rede ich ja schon seit Jahren darüber. Und das erste Mal wollten wir es 2015 auf den Markt bringen. Haben wir nicht gemacht. Wir waren tatsächlich damals in Deutschland in der Druckerei und wollten es schon fast in den Druck geben. Irgendwie hat es sich aber noch nicht so richtig angefühlt, so nach dem richtigen Zeitpunkt. Beziehungsweise waren wir, glaube ich, einfach noch nicht bereit dafür. Was auch gut so ist. Ich glaube, alles im Leben passiert aus einem ganz bestimmten Grund, und zwar aus dem Grund, dass es dir dient, dass es dich zu einer noch besseren Version macht. Und ich glaube, manchmal ist man einfach nicht bereit für die Dinge, die man machen möchte, was auch vollkommen okay ist. Jedenfalls ist das Manifestationsjournal eines dieser Produkte für dieses Jahr. Ich kann es kaum erwarten, dass du es in deinen Händen hältst, es abends in deiner Abendroutine einbaust. Und ja, das ist einmalig und ich freue mich so. Und es gibt aber eben auch noch so viele andere Dinge, die ich gerne an euch, ja, rausbringen möchte an physischen Produkten, weil wir haben schon so ganz viele Offline- oder Online-Produkte. Aber jetzt möchte ich Offline-Produkte, also physische Produkte, etwas, was ihr anfassen könnt, etwas, was ihr riechen könnt, etwas, was ihr benutzen könnt, was so in eurem Schlafzimmer Platz findet, um dich zu deiner absolut besten Version zu machen. Und da haben wir schon einiges in der Planung. Ihr könnt mir aber mal, das würde mich wirklich sehr interessieren, also wenn es eine Sache gibt, die mich sehr interessiert heute, dann was wünschst du dir von uns in deinem Zuhause, in deinem Auto, in deiner Handtasche, was auch immer es ist, schreib es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Also wirklich, es gibt nichts, was irgendwie zu
blöd ist oder zu unrealistisch oder zu unnötig. Also schreib einfach deine Gedanken runter. Es gibt so vieles, was wir planen. Schreib unbedingt, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist bei dir zu Hause oder wo auch immer du dich befindest und du willst in dieses Gefühl reinkommen von deiner absolut besten Version, etwas für dich tun und es kommt von uns, es kommt von mir. Was ist dieses Produkt? Was wünschst du dir unbedingt? Was fehlt dir noch? Was brauchst du? Dann sammeln wir das alles und haben diesen riesen Pool an Inspiration und ich kann das dann an mein Team weitergeben und wir können das brainstormen und ja. Und Baby Birkin hat heute auch natürlich ihren zweiten Ausflug, glaube ich, ist es, dieses Jahr. Ich habe sie heute mitgenommen. Das ist übrigens mein Insert drin von meiner anderen Birkin, 24, sage ich schon, 25. Und ja, die ist heute mit am Start. Ja, wie gesagt, das hier ist mein Louis Vuitton Planner, den kennt ihr ja schon, habe ich euch schon gezeigt. Und das hier sind zwei Blöcke, die ich benutze, um einmal Marketing aufzuschreiben, Marketing und Strategie. Und hier ist so, ja, Redaktionsplan drin, was wird gepostet, Learnings und so weiter. Das sind die Stifte, die ich dazu gerade aktuell gerne benutze. Ach, guck mal, was für ein Zufall, dass ich gerade anfange zu filmen, du kommst vom Sport. Hi, wir sind angekommen. Willkommen in wunderschönen Österreich zu einem neuen Vlog. Oh, das sieht aber schön aus. Ja doch, man kann ein bisschen was erkennen. Moment, ich zoome mal rein. Jetzt. Da kann man sehen, oh mein Gott. Ich rede wie du. Oh mein Gott! Sieht echt gut aus. Ja. Dinner ready. Wow, du siehst komplett anders aus als gerade eben noch auf der Skistrecke. Ich habe auch alles dafür getan, um mein Nest hier hinten zu entnesten. Entnesten. Gut, dass ich nicht so viele Haare verloren habe, aber ja. Hast du was verloren? Nee, ja, ein paar, aber nicht so schön. Okay, cool. Das ist mein Outfit of the Night. Schön siehst du aus. Danke, I'm ready to go. You're ready to go? I am. Let's grab some food. Wir haben bestimmt schon 3 Stunden nichts mehr gegessen. Let's go. Leute, wir sind umgezogen. Zeigen aber auf jeden Fall noch die Suite. Aber bevor wir die Suite zeigen, zeige ich mal dieses Schneehupferl. Schneehase. That's you. Wo ist meine Tasche? Ach, hier. That's my outfit for today. Wir gehen auf Wolke 7 oder zur Wolke 7. Mhm. Und werden richtig lecker was trinken und essen. Ich vielleicht nicht essen, weil ich habe gefrühstückt, du nicht. Mhm. Das Wetter ist richtig schön. Dali hat gesagt, ich sehe aus wie eine reiche Russin. Findest du? Mhm. Aber was hast du gegen reiche Russen? Nichts. Zahlst du mein Mittagessen? Ja. Reiche Russin. Ich finde, es gibt auch Frauen, die mit anderen Nationalitäten so schön sind. Natürlich. Aber diese Mütze wird meistens in diesen Gefildern getragen, weil es dort echt kalt ist. Ich glaube, deshalb kommt das auch daher. Also gut, let's go. Findest du das ein bisschen over the top oder was? Aber nicht so over the top. Kann ich mal kurz die Kamera haben? Ja, klar. Ich würde euch ganz kurz mein Outfit im Spiegel zeigen, weil ihr fragen werdet, woher was ist. Die Boots sind Moon Boots. Die Hose ist von The Essential. Die Tasche ist meine Nata Birkin. Das ist irgendeine Winterbrand, so eine Ski-Brand. Coat ist von ASOS und Mütze ist von... Ich habe die auf Amazon bestellt, richtig cool. Servus! Sagt man das überhaupt hier in Österreich? Ich denke schon. Ja. Vierti haben wir mitgekriegt, sagt man hier. Zumindest hier in der Region. Ja, aber ich glaube, es liegt an der Bayernnähe. Ich glaube auch. Vierti. Oh, was ist eigentlich mit deinem Helm? Willst du dir einen Helm mitnehmen? Nee. Keine Lust. Ich wollte mir hier einen Helm kaufen, aber ich habe keine Ahnung, wo ich den hinkommen soll bei der Rückreise. Auf dem Kopf. Ich habe einfach keinen Zentimeter mehr Platz in meinem Gepäck und ich werde, wenn wir zurück sind zu Hause, was kommt jetzt? Werde ich mir einfach diesen Remova-Koffer bestellen und kaufen, weil. Weißt du, da passt mehr? Der ist so groß und trotzdem klein. Also. Klein quasi zum Reisen, aber riesengroß für
Reisen. Riesengroß für halt Klamotten und ich, so. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch viel mehr aus unserem Koffer rausholen würden, wenn wir eine vernünftige Packtechnik hätten. Ich kann meine Skisachen nicht anders packen als so, weißt du, die sind so. Ich glaube, so deine Skisachen waren störrisch. 20% von dem Koffer. Ja. Die sind halt so störrisch. Ja, jetzt holen wir uns hier zwei Tickets und fahren hoch. Baby, magst du dein Gesicht, Bill? Holen jetzt zwei Tickets und fahren dann hoch. Wir sind hier auf 1 Kilometer Höhe, ich merke das an. Atmen. Jo, bis gleich da oben. Oder in der Gondel. Ist das schön. Ich bin aber auch gesegnet. Mit? Dir. Echt? Ja. Oh. Oh. Danke, Baby. You're very welcome. Du hast dir schon die Karte angeguckt? Was es zu essen gibt? Ja, ich habe auch schon vorbestellt. Echt, hast du? Nein. Was hast du dich entschieden? Oh, noch gar nicht. Ich habe nur mal reingeguckt. Filmst du eigentlich? Ja. Ah. Also ich habe gesehen, es gibt keine Kässpätzle. Was? Aber Baby, es gibt Kaiserschmarrn. Oh. Ich mache jetzt mal ein paar Bilder. Sieht auf jeden Fall herrlich aus. Du bist sehr schön angezogen. Ganz wichtig, immer während dem Fotografieren dem Model Komplimente geben. Das tut nämlich das Selbstbewusstsein ungemein stärken. Mhm. Müssen wir eigentlich hier raus? Gib mir mal mein Handy bitte. Oh, wir müssen hier raus. Echt jetzt? Wir müssen hier. Es sieht echt cool aus. Sieht echt cool aus. Zeig mal, warte. Ah, nee, ja doch, ihr dürft es schon als erstes sehen. Ich weiß ja gar nicht mal, wann der Vlog rauskommt. Ja, ich habe jetzt heute einen neuen Laptop bekommen. Leute, ich muss es euch erzählen. Oh mein Gott, ihr werdet nicht fassen, was passiert ist, okay? Das ist eine der krassesten Dinge in meiner Karriere eigentlich, dieser Moment, gell? Ja. Okay, ihr wisst ja alle, ich schreibe ein Buch. Und allein die Tatsache, dass ich ein Buch schreibe, ist für mich eines der krassesten Dinge, die je in meinem Leben passiert sind, weil ich mit 15 oder 14, ich kann gar nicht mehr so eine Stecknadel auf dieses Alter setzen, wann es genau war, aber ich habe mit 14, 15 angefangen, ein Buch zu schreiben. Und ich weiß noch genau, wie das aussah. Das war so ein Notizenordner, so ein ganz großer mit so einem braunen Lederumschlag. Und als meine Eltern nach Bosnien gezogen sind, zurück aus Deutschland, ist dieses Buch, glaube ich, oder dieser Notizblock beim Umzug halt verloren gegangen. Und das waren die ersten Seiten von meinem Buch und ich wusste damals schon, mit 14, 15, dass ich eines Tages alles, was ich erlebt habe, was mir so widerfahren ist, der Krieg, ich als Flüchtling, ohne Eltern aufgewachsen, erstmal in Deutschland, die Sprache nicht gesprochen, ja, einfach ein traumatisiertes Kind im Prinzip, dann später auf so einen Bruch mit dem Papa und so. Ich habe damals schon in so jungen Jahren gewusst, ich will eines Tages alles niederschreiben, wie ich damit umgegangen bin und wie ich es trotzdem geschafft habe, mein absolutes Traumleben zu kreieren. Kannst du dir vorstellen, dass ich mit 14 schon wusste, dass das nicht mein Endziel ist? Ich wusste, eines Tages werde ich ein besseres Leben leben. Ich weiß zwar nicht, wie das passieren wird und ich weiß nicht, wer mir dabei helfen wird und ich weiß auch nicht, wie schnell das gehen wird, aber ich weiß, eines Tages werde ich die erfüllteste, zufriedenste, beste Version meiner selbst. Und das werde ich dann quasi anderen Leuten wiedergeben oder weitergeben wollen in Form von einem Buch. Deswegen so schön. Habe ich angefangen, das zu schreiben. Du wusstest schon, ja? Voll krass eigentlich, gell? Wie man so mit 14, 15, so jungen Jahren schon so ein Gefühl dafür bekommt. Ja. Ja, aber ich glaube, die Seele weiß eh, was sie will. Und dann hast du halt diese absolut Intuition. Jedenfalls, was ich euch erzählen wollte, als der Verlag, also uns hat ja schon mal ein Verlag angefragt, ob ich ein Kinderbuch schreiben möchte. Und irgendwie hat sich das damals nicht so, es war halt nicht für mich der richtige Moment, ein Kinderbuch zu schreiben und dann haben wir eben abgelehnt. Ich meine, was einfach völlig irre ist, einen Verlag abzulehnen. Also das muss man auch erstmal machen. Weißt du, viele warten darauf, ein Buch zu schreiben, können es kaum erwarten, nicht selbst zu publishen, was auch großartig ist. Aber viele wollen halt mit dem Verlag schreiben. Mhm. Und dann lehnst du einfach ab und sagst nein. Das muss halt auch erstmal machen. Das muss auch erstmal machen, ja. Und du wusstest, was Besseres war. Nee, ich, oder? Nein, ich wusste einfach, das war der beste Verlag für den Moment. Ja, okay. Es gibt keinen besseren oder so, weißt du? Ja. Der Verlag war gut genug. Ja, ich verstehe. Nur, es war halt der Moment war einfach nicht richtig für mich.
Mm. Oh Gott, steht's hoch. Oh mein Gott, ich guck gar nicht erst. Oh. Guck in die Kamera. Guck, da sind wir runtergefahren. Ja. Hier? Ja. Echt? Ja. Ah. Jedenfalls kam dann der zweite Verlag auf uns zu. Letztes Jahr war das, oder? Ja. Und hat gefragt, Jana, wir finden dein Leben unglaublich, ja, inspirierend, deine Geschichte unglaublich inspirierend. Das, was du machst und tiefst und dein Beruf ist einfach so inspirierend für so viele Frauen und Männer. Möchtest du mit uns ein Buch veröffentlichen und schreiben? Und ich so, oh mein Gott, hallo? Ich habe keine Sekunde überlegt, das hat sich von Anfang an so richtig angefühlt. Für dieses Buch brauche ich natürlich einen Laptop, weil ich will es nicht von Hand machen. Und auch nicht mit der Schreibmaschine. Deswegen haben wir, Dali hat mein MacBook bestellt. Und er hat es ins Hotel liefern lassen. Das ist heute angekommen. Eigentlich jetzt gestern angekommen. Ich habe jede Stunde habe ich gefragt, und? Ist es schon da? Ist es schon da? Ja gut, man muss sagen, du hast bis jetzt auf einem 10 Jahre alten MacBook gearbeitet und der hat jetzt einfach langsam so seine Rente erreicht. Das stimmt. Und jetzt wurde es Zeit für was Großes Neues. Ja. Wo du dein Bestes erscheinen kannst. Ja. Es ist einfach für mich persönlich, ist es so, oh mein Gott, ist das hoch. Oh mein Gott. Wow, sieht das geil aus. Oh, sorry, ich hab mich voll aus dem Frame. Ich muss das kurz den Leuten zeigen. Oh mein Gott. Das ist die unglaublich hohe Bahn. Da geht's echt tief runter. Guck mal da runter. Nein, ich guck nicht runter. Oha. Oh mein Gott, nicht bewegen, okay? Nein, da passiert nichts. Oh mein Gott, warum wackelt das so? Ja, weil wir jetzt nur noch auf hängenden Seilen sind. Oh, bitte hör auf, Baby. Ich sag doch nicht. Nicht sagen. Das sieht echt cool aus. Oh mein Gott, wie geil sieht das aus? Oh mein Gott. Guck mal da runter. Nein. Nee, da durch die Löcher. Nein. Hast du eigentlich Höhenangst? Ja. Echt jetzt? Oh mein Gott! Er ist ein bisschen lachen, ihr Schittern. Er ist ein bisschen Mittellachen. Das sieht ja voll cool aus. Okay, ich muss kurz mein Nervensystem regulieren. Achso, genau, wir haben vom MacBook geredet und es ist angekommen. Und weil Dali gerade gesagt hat, oh, du wirst auf dem MacBook deinen Bestseller schreiben. Oh, ich weiß nicht, ich denke mir manchmal so, wenn dieses Buch fertig ist, bist du so fertig gedruckt, es wird geliefert, es ist im Hugendubel, Thalia, Osiander, wo auch immer. Und, also du kannst mir gerne die Kamera geben, ich kann mich selber filmen. Wisst ihr, ich habe so das Gefühl, okay, wie wird das, oder ich frage mich so, wie wird es sein, wenn das Buch dann im Hugendubel ist, im Thalia, im Osiander. Und dann lauft ihr so in den Laden rein und dann seht ihr das Buch da einfach auf diesem Regal oder im Regal drin. Und dann steht da mein Name und das Buch und der Titel. Also so, was macht ihr? Wisst ihr so, lauft ihr dran vorbei? Nehmt ihr es in die Hand? Wenn ihr es in die Hand nehmt, was macht ihr damit? Lest ihr so den Innenumschlag? Dreht ihr es einmal um? Lasst ihr es liegen? Nehmt ihr es mit? So, das sind so Gedanken, die ich einfach habe, weil ich mir so denke, krass, ich habe mich noch nie so geöffnet. Ich meine, das Buch wird, ich hab sowas noch, was in dem Buch drinstehen wird, habe ich in dieser Form noch nie irgendwo in der Öffentlichkeit erzählt. Wenn überhaupt, also ein Teil davon vielleicht mal in einem Coaching, aber ansonsten nicht. Und ja, für mich ist es einfach so verrückt, diese 14-jährige Diana, wenn ich sie umarmen könnte, ich würde sie so gerne umarmen und mir sagen, Girl, mach dir keine Gedanken. Alles wird gut. Alles wird gut. Du wirst eine Spiegel-Bestseller-Autorin eines Tages. Ah! Leute, ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr das mit mir erlebt. Ja. Terrasse-Restaurant. So schön. Wir sind ready fürs Restaurant. Ich glaube, wenn wir alle Videos die letzten Wochen und so, wenn wir die analysieren würden, wäre glaube ich 50% Essen. Wir lieben es halt einfach. Wir lieben es einfach zu essen. Natürlich können wir nicht hier oben sein, ohne einen Kaiserschmarrn gegessen zu haben. Satt und glücklich. Absolut. Es war super lecker.
Und richtig schön oben. Wir hatten echt tolles Wetter. Wir saßen draußen. Mhm. Aber das habt ihr ja gesehen. Ja. Und haben richtig coole Kellner kennengelernt aus Bosnien. Total viele Bosnier hier, gell? Mhm. Man muss dazu halt aber auch sagen, dass die Jugos echt das im Blut haben. Ich habe das dir schon erzählt, dass zum Beispiel aus meiner Familie kaum jemand angestellt war. In so einem klassischen Angestelltenverhältnis. Jeder hatte ein eigenes Business, jeder hatte ein eigenes Unternehmen, sei es jetzt in der Hotelgastronomie oder einen eigenen Laden. Meine Oma war Schneiderin. So, mein Papa hatte Restaurants und Hotels, weißt du so. Mhm. Und aber jeder aus meiner Family irgendwie war selbstständig oder Unternehmer. Mhm. Und ich glaube, deswegen fällt es mir auch so leicht, Unternehmerin zu sein und so schwer Angestellte zu sein, weil ich halt so aufgewachsen bin. Mhm. Ich habe das auch irgendwie im Blut. So. Das hast du ja. Und das sind die Bosnier tatsächlich auch. Also ich glaube, viele Bosnier oder allgemein glaube ich auch Serben und Kroaten auch. Ja doch, kommen eigentlich so aus der selbstständigen Szene und aus der Gastro-Szene vor allen Dingen. Und wir sind mega krasse Gastgeber. Das stimmt. Und richtig tolle Bedienungen, Kellner, Köche. Das haben wir einfach im Blut. Und die Österreicher auch. Ich glaube, die Österreicher, anders als die Deutschen, ist mir auch aufgefallen. Ich meine, ihr könnt mir mal sagen, ob ich da mit falsch liege oder richtig liege, ob ihr damit d'accord seid. Ich glaube, die Deutschen sind so ein Angestelltenvolk. Und die Österreicher sind so ein Unternehmervolk, so ein selbstständigen Volk. Weil sie halt so viel Gastronomie haben, Hotels, Ressorts. Ist halt ein Ski-Urlaubsland, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, die haben das auch im Blut und wertschätzen dann aber die Jugos, weil die auch so gut sind in der Gastro. Und dann connecten die sich, weil hier gibt es so viele Bosnier als Kellner. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Bosnier auf einem Haufen gesehen. Das stimmt. Die Kellner sind oder Köche oder... ja. Echt krass. Oben waren es jetzt zwei. Ja. Unten bei uns sind es, glaube ich, 7, 8, 9 Bosnier. Wahrscheinlich noch mehr. Ja, also richtig crazy. Cool. Ja. That's it. Jetzt gehen wir zurück in die Suite. Wir haben euch noch nicht gezeigt, wie die... Also übrigens kann ich das selber nehmen. Mhm. Ich glaube, das... für uns geht es jetzt auf jeden Fall zurück in die Suite. Wir haben irgendwann um 5, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Ja, um 5. Eine Massage, 50 Minuten. Und ich glaube, ich habe so richtig Lust auf ein Dampfbad. Meine Nasennebenhöhlen sind natürlich mal wieder zu. Und dann chillen wir einfach in unserer Suite. Wir haben einen Jacuzzi, wir haben eine Sauna. Was wollen wir eigentlich noch machen heute, Baby? Sport. Oh ja, wir wollten ins Gym. Das machen wir jetzt auch noch. Mhm. Eine Runde Laufband, ein bisschen Pilates, ein paar Bauchübungen. Guck mal, das ist die Strecke, wenn du am Hotel vorbeifahren willst. Oh, die ist so schön. Siehst du das? Guck mal, die können wir doch am Samstag fahren, oder? Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Mit der Skilehrerin runter. Das geht doch. Echt? Aber wieso sagst du das jetzt schon? Du weißt ja jetzt schon quasi, wie du am Samstag fahren willst. Ich will oben bleiben. Ich will gar nicht runterfahren. Ich will oben die Landschaft genießen. Können wir doch machen. Ja. Und wir sind gleich da. Ach, das war eine schöne Fahrt. Ja. Voll beruhigend. Okay, wir sind da. Die Kaiserin von Großarl. I don't wipe with that. Leute, es ist so weit. Ich hol jetzt das MacBook. Oh, wir holen es. Das ist schon im Zimmer. Schon im Zimmer? Ja. Oh, ich bin so aufgeregt. Und ich habe Pipi in den Augen, weil auf diesem Gerät werde ich in die Tasten hauen und meinen Bestseller schreiben. Ich habe zwar keine Ahnung, wie er zum Bestseller werden soll. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, aber es wird in meiner Realität... wird es ein Bestseller. Oh mein Gott, er kommt! Ah! Da ist das Paket. Oh wow, das ist aber ein Riesenpaket, ne? Ja, ich glaube nur zum Schutz. Ah, okay.
rein. Da ist das Stück drin. So, oder? Ja. Oh, wow, sehr schön. Das ist Parma Grass, wie bei Amazon. Ja, gut. Oh, der geht schon an für dich. Also schon anfangen. Leute, so, wer ist da? Hello. Hello. Schaut mal, das ist die wunderschöne Bar Area hier. Richtig nice. Und hier, also das ist die Eingangshalle übrigens, die einfach abnormal groß ist, aber wunderschön. Wir haben uns fertig gemacht zum Skifahren und gehen jetzt los. Die Sonne scheint, das Wetter ist ein absoluter Traum. Es ist strahlend blauer Himmel. Gestern ist neuer Schnee gefallen, das heißt, dass es einfach richtig, richtig gute Bedingungen sein sollten. Ich hoffe, es ist nicht so viel gefroren. Wir haben uns heute einen Privatlehrer gebucht oder eine Privatlehrerin, besser gesagt. Diesmal ist eine Frau, letztes Mal war es ein Mann. Und ja, weil wir einfach, ja, wisst ihr, wir wollen nicht so viel falsch machen. Ich will nicht so, ja, ich will mir nichts Falsches angewöhnen und dann für immer so quasi falsch Skifahren. Deswegen, dadurch, dass wir halt Beginner sind im Skifahren, brauchen wir einfach jemanden, der es uns zeigt, der Experte ist, der uns zeigt, wie es richtig geht, damit wir irgendwann mal selbstständig richtig gut Skifahren können. Und das machen wir heute. Dali ist auch ready. Yes. Und ich würde sagen, kommt mit, lasst uns gehen. So, Supplements habe ich genommen, angezogen sind wir. Ich zeige euch noch schnell mein Outfit. Mein Outfit, weil ihr alle gefragt habt. Jacke und Hose von Goldberg. Oder Goldberg. Das Oberteil auch von Goldberg. Meine Skibrille auch. Und Skier und Helm haben wir uns unten ausgeliehen. Genau. Und dann noch so ein Tuch, das habe ich mir im Intersport gekauft. Letztes Jahr. Let's go. Wir sind eh schon spät dran. Ready for skiing. Wir haben es geschafft. Wir haben alles geklärt, Tickets gekauft, Skilehrer bezahlt und jetzt sind wir endlich auf dem Weg nach oben. 15 Minuten. Ich muss sagen, du, also, ihr zum wisst Entspannen. Ja, ihr wisst ja, wir sind hier unter. Ich zumindest sehe das so, dass wir hier unter Freunden sind. Man kann hier total offen miteinander reden. Also ich sehe euch als Freunde an, so eine Online-Community, als Friends and Family fast schon. Und ich würde jetzt auch zu meiner Freundin. Was einfach so erzählen, was ich denke oder was ich fühle. Und das mache ich jetzt auch. Ich finde, das Resort, wo wir sind, die einzelnen Mitarbeiter müssen dringend, also wirklich dringend, weil ich weiß, wo, ich glaube, ich kann so anders, ich muss einen Kontext aufbauen. Ich glaube, ich weiß, wo die hinwollen als Resort. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, die haben einfach Großes vor, die wollen hoch hinaus. Ich glaube, die wollen eine der Besten sein, wenn nicht sogar die Besten. Aber um da halt hinzukommen, musst du deine Mitarbeiter für bestimmte Dinge schulen. Und wenn zum Beispiel, also es war der Prozess, überhaupt eine Skischule zu buchen, das war ja also fast eine Sache der Unmöglichkeit, ja, obwohl sie einen Concierge haben. Die einzige, die es richtig drauf hat, ist die Annika, die ist richtig cool. Die ist so, let's do it, für alles gibt es eine Lösung, machen wir. Und trotzdem schaffen es die Kollegen nicht. Weißt du, also sie alleine schafft es halt nicht. Und was ich jetzt zum Beispiel voll komisch fand, war, dass die an der Rezeption gesagt hat, ja, ihr könnt alles auf einmal zahlen, wenn ihr eure Sachen ausleiht. Auch die Skischule. Dann gehst du da hin, willst alles zahlen und sagt dann, nee, ihr müsst jetzt extra nochmal woanders hingehen, weil ich bin nur die Vertretung hier, ich kann das nicht abrechnen. Hä? Hey, I don't get it. So, bei denen geht es eher darum, wie, also bei denen geht es um sie, statt um den Kunden. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich bin da, also ich erzähle euch das jetzt einfach ganz ehrlich, weil alles andere ist echt tippitoppi. Das Essen ist eine 20 von 10, wirklich. Der Service unten, wow. Also wirklich wow. Oder? Mhm. Sag mal. Ja, absolut. Die Qualität der von allem, Betten, Möbel, Aussicht, oh, Hammer. Aber die Rezeption, das ist alles so, ja, mach halt selber. Wo ich mir so denke, hey, ich dachte, du bist ein Concierge, so. Ich dachte, du, ich mach selber. Ja. Nicht gut. Das muss ich jetzt mal rauslassen. können wir mal ganz kurz über das Wetter reden? Wie schön ist das? Absolut. Was macht der hier? Hat er sich verfahren?
Nee, du kannst hier so Wildpisten runterfahren. Hier sind überall Steine. Ja. Wow. Okay. Der ist, glaube ich, nicht mehr Anfänger. Okay, aber das ist ja komplett hier gesperrt. Also. Siehst vielleicht. Du das? Ja, vielleicht. Vielleicht ist es gesperrt, vielleicht ist es auch für wirklich sehr Erfahrene erlaubt. Okay, jetzt fahren wir hoch und fahren eine Runde Ski mit unserer Skile. Yeah. Ey, wir sind schon jetzt kaputt, gell? Sind so durchgeschwitzt und waren noch nicht mal oben. Ja, bis du alles angezogen hast, dann ist in dem Apartment ist so warm. Ich glaube, es sind 25 Grad drin. Ja. So schön. Ist schön. Noch nie mehr für YouTube. Das habe ich aufgenommen. Hast du? Ja, wir sind angekommen. Ja, wir haben schon 2,5 Stunden Skiunterricht hinter uns. Haben wir schon 2,5 Stunden? Nee, schon länger. 2 Stunden. Ja, so 2,5 Stunden. Ja, ja passt. Und zwar richtig gut. Unsere Mega-Skilehrerin macht es mega, mega gut. Die ist ultra geduldig, aber trotzdem. Hammer hat sie uns schon richtig angeschnauzt. Ja, der hat uns so richtig angeschnauzt. Aber freundlich. ja, genau. Magst du, magst nicht drin sein, oder? Ja? Kannst du das Hallo sagen? Das ist unsere die böse Skilehrerin. Ja. Nein, die besten, die wir bis jetzt hatten. Ja. genau, jetzt geht es einfach nochmal runter, und, also mit ihr. Ja. Und dann ist, glaube ich, dann sind oben, wir fertig, oder? Ja. Fahren wir nochmal Teller. Ja, Teller lift einmal und dann ist gut. Gehen wir in die Sauna. Dann gehen wir heim. Ja. Dann zeige ich euch noch kurz, wo wir sind. Ja. Auf welcher Höhe sind wir hier? Wow, also wir sind auf 2010 Meter Höhe. Sieht echt schön aus. Und der ist außer Betrieb, der Skilift. Wenn es voller ist, dann läuft er auf. Ah, okay. Ich filme dich jetzt mal. Du kannst auch Skifahren alleine lernen. So, klar. Du brauchst nicht einen Skilehrer, du brauchst keinen Privatunterricht. Das Ding ist einfach nur, wenn du dir Fehler aneignest, also wenn du es falsch ausführst, und dich quasi daran gewöhnst, das falsch zu machen, dann kann es sein, dass du dir eine Verletzung zufügst, dass du irgendwas überdehnst, dass du irgendwie eine, weißt, dass du falsch fällst, du weißt nicht, wie richtig Bremsen geht. Und dann hast du halt quasi das Problem am Ende. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch einen Skilehrer nehmt oder einen Snowboardlehrer, der es euch einfach richtig zeigt. Und da auch nicht so schnell, ach einmal, nee, bucht den auch ruhig mal zweimal, wenn ihr es könnt, oder dreimal. Weil ihr, euer Körper kreiert dadurch Sicherheit. Ihr werdet immer sicherer und sicherer und was passiert? Ihr werdet selbstbewusster, weil Selbstbewusstsein kommt, indem du dich sicher in dir, in deinem Körper fühlst. Und in der Persönlichkeitsentwicklung ist es genauso. Viele wollen alleine den Weg gehen, wollen alleine ihr inneres Kind auf, ihr inneres Kind alleine heilen, wollen das Trauma selber auflösen. Klar, du kannst auch 100 Bücher lesen und darauf hoffen, dass es irgendwie gut geht und dass es klappt. Aber du kannst ja auch einen Coach holen, du kannst dir ein Coaching holen, du kannst einen High Vibe Club machen und lernst quasi diese Fehler zu umgehen und machst es dann halt richtig und bist viel, viel schneller an deinem Ziel, als wenn du es alleine machst. Also das Risiko für Fehler ist halt viel, viel höher. Was machst du eigentlich hinter der Kamera? Ich schütze mich vor der Sonne. Du irritierst mich einfach. Also ich zwischendurch so weil dann gucke ich immer, was passiert eigentlich beim Dali, weil der zieht immer alles runter. Ich will gar nicht wissen, Leute, wie meine Haare aussehen. Also, seid ihr ready? Seid ihr ready? Ist abziehen, oder was? Ready? Ja, das sehen. Ach, das sieht aus wie normal. Das sieht aus wie wenn du... Da hinten ist so ein Nest. Aber weißt du, was du dir holen kannst? Da hinten ist so ein Knoten. Weißt du, was du dir holen kannst? So ein Back. Oh ja, ich sehe es. Oh mein Gott. Oha, wie hast du das hingekriegt? Okay, ich gehe nie wieder mit offenen Haaren Skifahren. Bist du mit offenen Haaren gefahren? Ja, ich soll vielleicht einen Zopf machen. Und weißt du, was du auch machen solltest? So eine Balaklava oder wie das heißt? Baklava? Nee, Balaklava heißt es. Wo du dir, wie beim Motorrad, so eine ganz dichte, enge Mütze. Oh ja.
echt aus wie... Jetzt sieht es besser aus. Ja, weil man es nicht sieht. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, wir hatten echt 3 gute Stunden. Das war so schön hier. Ja. Es geht auf jeden Fall... Bei mir ging es auf jeden Fall jetzt gegen Ende langsam in meine Körper, in meinen Körper. Echt? Ja, so meine Beine halt. Mhm. Und 3 Stunden sind echt gut Skifahren. Geht's, Baby? Ja. Gut. Ich guck gerade nur, wie die fahren. Voll spannend. Sind wir ready für den Kaiserschmarrn und für Fußball? Da geht's ja gar nicht mehr. Ja, du bist gestern auch hier runtergelaufen. Bist du von dem Hotel hier? Also ich bin ready. Du? Ja. Das Praktische hier ist, hier haben wir unseren Spind. Also quasi im Hotel, hier ist unser Helm drin, unsere Skier, unsere Skischuhe. Und ja, je nachdem, welches Zimmer oder welche Suite du hast, kriegst du dann eben ja, den entsprechenden Spind. Und hier drin, das zeige ich euch mal, das ist so schön und so praktisch. Hier drin ist ein kompletter Skiverleih. Du kannst dir alles ausleihen, du kannst dir aber auch alles kaufen, wenn du möchtest. Und es gibt noch eine Skischule, wo du dir einfach was, ja. So sieht's aus. Richtig, richtig cool. Richtig, richtig nice. Und ja, jetzt tue ich noch mal kurz meine Ski rein und meine Skistöcke in den Spind. Dann haben wir das auch. Und dann versuche ich, meinen Knoten rauszubekommen. Ja. Ich wollte ganz, ganz unbedingt mit euch eine Sache teilen. Und zwar für alle, die nicht Tee mögen. Achtung, und für alle, die Tee mögen, okay? Are you ready? Übrigens, das waren gerade die Bilder, die wir angeguckt haben. Moment, sieht man die gut? Ja, die hat unsere Skilehrerin netterweise gemacht. Die sehen echt gut aus. Der ist so lecker, der Salat. Und Kirschbock. Hvalapuno. Slobodno sjedni, tu is. San Marpolde. genau. Das ist eine gute Portion. Ja, das ist echt eine gute. No, von diesem Kirschbessel-Baby reden wir schon ein Jahr. Ein Jahr. Weißt du das? Oh, über diesen Moment haben wir so lange gesprochen. Als wir das letzte Mal hier waren, haben wir schon über diesen Moment gesprochen, wie es ist, in einem Jahr hier zu sitzen am Skifahren, Kässpätzle zu essen und Kaiserschmarrn. Jedenfalls kurz zurück zum Tee. Spill the tea. Ich bin ja nicht so die Teetrinkerin, hatte ich immer gedacht. Ich habe immer Tee getrunken, wenn ich krank war. Leute, es war einfach nur in der Zeit richtig gut und leckeren Tee zu trinken. Dieser hier ist der absolute Wahnsinn. Und zwar ist es Rooibos mit Orange. Und ich werde euch, hier, macht euch ein Screenshot. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich verspreche euch, wenn ihr solche Tees mögt, just go for it. Lasst ihr schmecken. Meinst du, nach dem Skifahren schmeckt alles besser? Oh, alles schmeckt nach dem Skifahren besser. Was meint ihr, wenn Skifahrer dabei sind? Kommentiert mal, schmeckt das Essen nach dem Skifahren einfach besser, wenn man so viel Energie verbrannt hat? Ich glaube auch. Du, war das jetzt eigentlich Sport, was wir gemacht haben, oder war das eher so? Das war eine Kaffeefahrt. Also für mich war es Sport. Das war schon kurz anstrengend. Das ist beleidigend, wenn du fragen würdest, ob das Sport war. Nee, für uns jetzt, für unsere Leistung meine ich heute. Für unsere nicht Leistung? Was Skier. Nee. Nicht, okay, da habe ich es falsch verstanden. Nee, ich meine so. Ich glaube, das war auch für uns. Ja? Definitiv. Hallo? Okay, das heißt, wir können guten Gewissens essen. Leute, der Moment der Wahrheit. Oh! Wie sehr habe ich mich auf diesen Moment gefreut. Viel zu lange gewartet, oder? Oh mein Gott. Ist gut? Leute. Oh, der Kaiserschmarrn ist da. Ich wusste übrigens nicht, dass das Kaiserschmarrn heißt. Ich dachte immer, das heißt Kaiserschmarren, aber das heißt Kaiserschmarrn. Jedenfalls ist er hier und das ist die ultra leckere Soße dazu. Oh mein Gott. Vanilleeis, Erdbeeren. Okay, die Realität ist, dass in meiner Handtasche tatsächlich gar nichts ist und ich die theoretisch auch nicht bräuchte. Ein bisschen mit Österreich. Was ist das? Dali sagt, ich soll die Wärmeflasche reintun. Die Kamera ist irgendwie komisch, warte. Ja, die folgt dir die ganze Zeit. Du wirst nicht deaktivieren können, so.
Ach so. Ja, da ist eigentlich gar nichts drin, außer ein Lipgloss, aber den könnte ich theoretisch auch in meine Hand reintun. Ja. So, wir sind ready for dinner. Ich bräuchte auch keine Handtasche. Allgemein nicht hier. Nie, gell? Nee. Das ist mein Outfit fürs Dinner. Super. Irgendwie auch so ein bisschen schick, aber trotzdem casual, gemütlich, dass genug Essen reinpasst. Nichts zu enges, nichts zu, ja, wisst ihr, was ich meine? Ungemütliches. Der Blazer ist von Sun. Die Sun Kamera hat es ausgemacht. Der Akku war, die Speicherkarte war voll. Gürtel und Handtasche von Hermes. Hose ist von Massimo Dutti. Und diese wunderschönen Schuhe, die ich euch gleich zeige, sobald Dali fertig ist mit meiner Kette, danke Baby, sind von einer Berliner Brand und zwar mit A. Aide, Aid, irgendwie sowas. Genug Sauna, genug Jacuzzi, genug Massagen. Zeit, aus dem Bademantel zu schlüpfen und endlich mal was Gescheites anzuziehen und runterzugehen, richtig? So, wir sind inzwischen auch wieder zurück vom Essen, vom Dinner, haben uns umgezogen, waren schon im Jacuzzi draußen, beziehungsweise im Pool. Das ist gar kein Jacuzzi, sondern eher so ein größerer Pool mit Blubberfunktion und haben uns natürlich einen Kaiserschmarrn aufs Zimmer gestellt. Der ist riesig. Weißt du, dass wir gegessen haben? Mit Vanilleeis, aber wir hatten kein Dessert. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Hier ist der Kamin und wisst ihr, was angefangen hat zu laufen? Dschungelcamp. Ja, so ein bisschen Trash-TV muss immer sein. Tag 2 vom Skifahren. Wieder mit einem Privatlehrer oder einer Lehrerin heute. Wieder mit der gleichen. Ja, hier ist er. Und wir haben Traumwetter. Es ist arschnapfenkalt. Ja, und dann? So soll es sein. Wir haben gute Laune. Absolut. Ja, let's go. Tada! Tada! Die Skistunde ist vorbei und die Janne, die macht das so gut. Wirklich. Ich habe mich selten so sicher gefühlt auf der Skipiste wie mit ihr. Sie erklärt Hammer, sie hat, erklärt einem halt die Technik. Ich will nochmal mit der Ahnung, was sie machen wollen. Ey, super Kater! Immer schön loben. Die erklärt halt die Technik so gut, gell? Ja, absolut. Also so Kleinigkeiten, die halt aber auch voll wichtig sind, so. Ja. Wenn man zum Hang steht, wie man rutschen kann, wie man bremsen kann. So. Ach, die ist wirklich top. Ja, wir haben das zweite Mal gebucht. Ja. Und ja, jetzt machen wir ein bisschen Pause und dann versuchen wir es selber alleine mal. Bist du noch gut drauf? Voll. Machen deine Beine besser, gell? Keine Ahnung. Keine Ahnung, du spürst sie nicht. Nein, ist besser. Sehr gut. Ja. Ja, und ach, ich kann einfach nichts sagen für den Traum. Halt mal an. Okay, wir haben hier ein kleines Problem. Und zwar, ich habe keine Ahnung, ich dachte, ich hätte vorgesorgt. Beim letzten Mal hatte ich so ein riesen Nest unten. Seht ihr das? Jetzt habe ich es nochmal, obwohl ich meine Haare zusammen hatte. Tell me the life hack. Was du raus möchtest. An alle meine Skifahrerinnen. Und ja doch, ich glaube, Skifahrer haben nicht so lange Haare. Was macht ihr genau gegen das? Seht ihr das? Holy! Holy! Muss ich meine Haare abschneiden? Success! Ich habe es hingekriegt, Leute. Oh mein Gott, meine Haare. Schaut mal, wie die aussehen. Okay, wow.
Okay, die sind unglaublich strohig. Ich habe gestern Abend gewaschen, so eine richtig schöne Pflege reingemacht und jetzt das. Egal. Ich habe mich aus meinen Skiklamotten rausgezogen und was Gemütliches angezogen, was Warmes. Und zeige euch jetzt diese wunderschöne Suite. Hier ist der Eingang. Das ist die Top Suite für alle, die es interessiert. So, hier kommt man rein und dann hat man diesen ganz, ganz großen Eingang mit meinem Kleiderschrank. Der ist hier mit meinen Schuhen und Handtaschen. Und dann sind wir eigentlich auch schon im ersten, ich würde mal sagen, Gästebad, wenn man das so sagen kann. Wartet, ich muss kurz die Kamera ausrichten. Ja, und dann kommt man hier schon in den Wohn- und Essbereich. Hier ist Platz für ganz, ganz viele Leute. Und dann ist man hier schon im Wohnzimmer. Hier ist die Minibar, die echt richtig stylo aussieht. Die waren so lieb, die haben mir einen Wasserkocher reingebracht und meinen absoluten Lieblingstee. Den haben sie mir hier aufgefüllt, den trinke ich jetzt gleich. Und dann hat man eben, ja, und dann ist man hier im Wohnzimmer mit diesem riesengroßen Sofa, diesem wunderschönen Effekt Kamin. Und wenn man dann hier rausgeht, dann hat man eine super großzügige Terrasse, die jetzt natürlich komplett verschneit ist. Hinten ist der Pool, also die nennen das Pool, so ein Pool-Jacuzzi. Und hier hinten gibt es nochmal ein Zimmer, das zeige ich euch gleich. Ja, aber jetzt gucken wir erstmal, hier ist das Schlafzimmer. Das ist so ein offenes Schlafzimmer, was man mit so einer Schiebetür alles zumachen kann. Also wenn man dann doch irgendwie mit anderen Leuten hier drin wäre, mit den Kindern oder so. Richtig cooler Fernseher. Und hier ist dann der große Pool-Jacuzzi, der jetzt leer ist und der befüllt sich mit Knopfdruck. Also man muss buchstäblich nur auf den Knopf drücken und das war's. Ja, und das hier, Leute. Das hier ist einfach der Ausblick. Es ist abnormal schön. Ich meine, also das Wetter ist eh ein Traum heute. So, und dann kann man quasi von beiden Seiten einmal nach hinten gehen. Da verbirgt sich dann Dalis Kleiderschrank. Das zeige ich euch jetzt mal hier. Auch ultra großzügig, also mit richtig großen Schubladen und ja, ist auch, wie gesagt, alles, ich glaube, von Handwerkern, also so maßgeschneidert quasi und super hochwertig. Die ganzen Wände sind aus Holz, aus echtem Holz. Das ist halt schon richtig, richtig krass, also wirklich richtig nice. Und dann kommen wir zum Highlight. Oh mein Gott. Absolutes Highlight da hinten ist unsere Sauna, die echt für zwei Personen richtig groß ist. Also ich glaube, da passen so vielleicht 5 Leute rein, bestimmt, wenn man sich so nebeneinander setzt. Hier ist eine Badewanne, Dusche, Toilette und hier ist dann ja, das Waschbecken. Und auch hier gilt wieder alles Handarbeit, maßgeschneidert. Und hier schaut mal dieser wunderschöne Ausblick auf die ganze Anlage. Hier ist der Spa-Bereich auf unterschiedlichen Stockwerken. Hier sind so Ruheräume unten, Infinity Pool, Gym. Hier oben ist die Penthouse Suite und die nehmen wir als nächstes, weil die will ich unbedingt auch mal ausprobieren. Ja, das hier ist die Sauna. Richtig großzügig und hier machen wir immer einen Aufguss. Die haben uns netterweise ganz viele verschiedene ätherische Öle zur Verfügung gestellt. Das andere Zimmer, einfach, dass ihr es mal gesehen habt, der Vollständigkeit halber. Tralalalala. das ist hier. Ja, das ist ein echt großes Zimmer. Das hier ist meine Skibrille, die ist von Goldberg. Dann habe ich meinen Kelly-Gürtel mitgenommen von MS. Meine Mütze, nach der haben viele gefragt. Die habe ich ja einfach auf Amazon gekauft. Ich glaube, die hat irgendwie 20, 30 Euro gekostet. Hier sind meine Sportsachen, meine ganzen Skisachen, unterschiedliche Hosen. Hier oben sind meine Sweater, die ich mitgenommen habe. Und diese Taschen habe ich diesmal mitgenommen. Meine schwarze Birkin, meine ganz neue, meine kleine Mini Kelly in Trench und Grä und meine Nata Birkin. Und ja, das sind meine Hosen, die ich mitgenommen habe. Also eigentlich gar nicht so eine spektakuläre Wardrobe. Ist sehr, sehr gemütlich. Meine Skijacke. Und die habe ich mir auch auf ASOS gekauft. Nach der habt ihr auch gefragt. Und Schuhe, ganz easy peasy. Ugg Boots. Moleskine wollte ich sagen.
wie heißen die nochmal? Ich habe den Namen von denen vergessen. Inuiki, so heißen die. Meine Hermes-Hausschuhe fast schon, diese Chypre. Dann die sind auch von Hermes, sind ganz neu. Meine Moonboots, ja, Sportschuhe. Das sind noch Dali-Schuhe. Und, ach so, die habe ich auch noch mitgenommen. Das sind so meine einzigen Heels. Also wenn die als Heels durchgehen. Genau, meine Mütze von Anine Bing, meine zwei Parfums, die durften mit. Und die habe ich mir ganz neu gekauft im Flughafen, weil ich meine Sonnenbrille vergessen habe. Aber tatsächlich habe ich sie jetzt ein einziges Mal nur gebraucht. Aber die ist wunderschön, die ist von Ray-Ban. Und meine Agenda durfte auch mit. Das war die Suite Tour und wir gehen jetzt, glaube ich, Mittagessen. Wir haben riesen Hunger, wir gehen runter in die Lobby oder vielleicht ins Spa-Bistro. Mal gucken, worauf wir Lust haben. Danach gibt es eine Sauna-Session, eine Jacuzzi-Session und um 5 haben wir noch eine Massage. Genießen wir einfach nur noch den Tag. Und ich glaube, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um den Vlog zu beenden. Ich glaube, ich habe so viel gefilmt. Ich weiß gar nicht, wie lang der wird. Vielleicht 45 Minuten. Vielleicht teile ich ihn auch in 2. Mal gucken. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure wunderschönen und wundervollen Kommentare immer. Und ihr lasst einfach immer so viel Liebe da. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass das gesehen wird. Ich sehe das und ich schätze das einfach so, so sehr. Mich ständig mit euch auszutauschen und eure Kommentare zu lesen. Und ja, ich fühle mich hier einfach wie unter Freunden, habe ich jetzt schon öfters gesagt, wie so eine kleine Family, die einfach immer füreinander da ist, die immer einen guten Tipp hat, einen guten Rat. Und ja, das seid ihr für mich. Deswegen danke für alles, danke für alle Likes, danke für alle Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Oh, ist das eingefroren? Guck, den macht man einfach nur mit einem Knopfdruck an und schon geht das Wasser von alleine rein. Und das ist jedes Mal auch frisch, das Wasser, deswegen ist es echt tippitoppi.